Hallo und herzlich willkommen zu dem Spiel aus der ersten Bundesliga. Und zwar das Derby Schalke gegen Dortmund. Wir haben eine sehr schön gefüllte Feldkiesarena hier. Oh, und yeah. Ja, wir hören schon den Armin, der da vorne mit Schalke spielen. Ich mache ihn hoffentlich mit Dortmund mal platt. Und ja, da werden wir auf jeden Fall hier ein super Spiel sehen, denke ich mal. Ich bin gehe fest davon aus. Mal sehen, wie viele Spieler am Ende auf dem Platz stehen werden. Und ich kann schon mal sagen, meine Aufstellung ist sehr kurios, aber witzig eigentlich auch. Und zu den Aufstellungen kommen wir natürlich noch. Wer sprichst du dir von diesem Spiel? Ein heißes Derby mit einem guten Ausgang für die Heimmannschaft. Ja, nee, keine Ahnung. Also, ist, ja. Mal gucken, das ist ein offenes Spiel auf jeden Fall. Zweiter gegen Vierter, glaube ich. Dortmund ist Zweiter. Schalke Vierter sind wichtige Punkte für die Dortmund natürlich auch. Mhm. Aber es wird ein schwieriges Spiel, glaube ich. Die Schalker stehen sehr kompakt und sind auf einmal ganz schnell doch vor dem Tor. Mit Hühnchen da auch Top-Tor in den eigenen Reihen. Der sogar mehr Tore geschossen hat als Aubameyang, wenn ich richtig weiß. Ja. Und du? Oh, ich sehe sehr viele junge Leute. Tja, das überrascht jeden, ne? Guerreiro da vorne zum Beispiel, Schweizer. Ich wollte eigentlich Ginter und Piszczek auf der anderen Seite machen, aber da hatte ich ja Bender, hätte ich mitnehmen müssen. Das wollte ich nicht, denn Barca hatte ja eine rote Karte im letzten Spiel gesehen. Das war ja auch sehr kurios. Könnt ihr gerne noch euch nochmal reinziehen. Das war ja gegen Ingolstadt. Und ja. Deswegen sieht meine Aufstellung so aus. Man macht Zeitspiel hier mit Schalke. Schalke will sich also in die Verlängerung retten. Richtig, genau. Nehmen wir 0-0 in die Halbzeit schon mal retten und dann vielleicht nochmal defensiv wechseln, damit sie dann wirklich das 0-0 halten können. Müssen wir halt gucken, was Sache ist, ne? Oh, da wurde Geist gerade ganz bös weggedrückt, aber alles natürlich im Rahmen des Legals. Wie auch diese. Ich schwöre, ich faul zurück, das ist ein Derby. Ich faul zurück, ist mir scheißegal. Okay. Wenn du faulst, faul ich auch. Wenn du die roten bekommst? Ja, du bekommst ja auch. Ist das so? Ja, stimmt, du bekommst ja keine roten. Richtig. Du hast das erkannt. Wie konnte ich das vergessen? Wo spielt eigentlich der Belay? Ich habe den eigentlich woanders hingesetzt gehabt, aber gut. Boah. Wir machen ja alles mit. Oh, Ginter hat hier ein schönes Fortschritt. Hey, nee, Junge. Aubameyang, was machst du da? Oh, nein. Und das hätte halt zum Beispiel der Herr Bender nicht geschafft. Ach, komm, ey, ich habe die nicht schon Tore mit ihm gemacht. Ja. Also mit Ginter habe ich ihn nicht anders Tore gemacht. Du hast mit dem Bender Tore gemacht, aber der spielt halt leider bei Leverkusen. Mit beiden, ich habe mit beiden Bändern das Tor gegen mich gemacht. Eins, ja. So. Götze, kommt leider nicht mehr dran. Chance vertan. Egal. So, Hüntelaar hat gedacht, komm, ich laufe mal bis zum eigenen Strafraum. Ja, nimm, ich bin. Oh, und was für ein Zuckerpass auf Schupo. Und Tinger aus der so abseits demnach. Ja. Schade. Der Pass war auch zu zuckrig. Was ist denn das für ein Wort? Zuckrig. Close. Aber ein Fuß stand im Abseits, da hat er. Hat der Schiri das wohl ganz gut gesehen. Oh ja, und hier sehen wir, dass Schalke die beste Abwehr demnach der ganzen Liga hat. Nicht die beste. Aber da steht beste Abwehr davor. Leverkusen hat genau die gute. Achso. Mit die beste? Ja. Oh! Mensch, Meier. Der hätte es immer machen können. Naja. Gut, wir sehen aber trotzdem. Schalke versteckt sich hier nicht, ja? Wäre blöd im Heimderby. Das kann man ja nicht machen. Doch, haben sie ja jetzt im realen Spiel, im Hinspiel auch gemacht. Und Max Meier? Oh! Oh! Wow! Ich hätte ehrlich gesagt, ich kann Max Meier überhaupt nicht spielen. Aber ich habe doch mal einen Schuss abgeliefert, der aufs Tor ging. Leider nur an die Latte. So, Götze. Und? Nicht so ungefährlich. Der war zu leicht. Und das Spiel geht weiter. Es geht hin und her. Ja, es ist ein offensives Spiel. Beide wollen. Beide haben richtig Bock. Okay, der kommt tatsächlich noch an. Frage nur wo. Oh, voll. Oh, super. Jetzt ist Hütte da verletzt. Wir haben alle Ernst. Ja, mal sehen, wie lange. Oh, ey, wenn der jetzt richtig verletzt ist, dann raste ich richtig aus, weil das ist natürlich der beste Stürmer, aber es sieht schon ganz gut aus, dass er nicht
Alter, ja, nee, aus dieser Entfernung. Jetzt haben beide mal einen Pfosten und einen Aluminiumtreffer. Das ist okay, finde ich. Ja, hallo, ich hatte im letzten Spiel auch einen gehabt, ne? Weil hast du schon wieder vergessen, oder? Ja, letztes Spiel war letztes Spiel. Du hast dieses Spiel. Dieses Spiel hast du noch keine Aluminium. Natürlich, Max Meyer hat gerade vorhin einen Aluminiumtreffer gehabt. Aber nicht aus dieser Entfernung. Diese von der Strafe war einfach krass. Von der Strafe, ja, der Schuss war auch gut, das sage ich. 25 Meter in den Pfosten. Oh, was war das für eine Flanke, ey? Embolo. Ja, also es ist echt ein sehr offensives Spiel. Ich kann es nicht lange durchhalten, sonst sind meine Spieler einfach komplett fertig. Er hat natürlich Dortmund mit den läuferischen Qualitäten ein bisschen mehr Power, was das angeht. Auch mit der Qualität eigentlich schon. Tja. Aber doch, wir sehen, ich habe gerade einen Mann weniger. Denn, ja, und der kommt wieder rein. Abseits. Das war doch Abseits! Kein Abseits, das war ein perfekt getimter Pass. Ha! In Unterzahl von Embolo, der einfach mal jetzt. Ja, es war kein Abseits. Das war gleich Höhe. Und den nimmt er ganz krass mit. Leon Goretzka, der ja auch nochmal hätte spielen können auf Max Meyer, macht es gerade mal selber. Und er hat dann auch wirklich keine Chance wahrscheinlich. Tuchel rastet aus. Jo! Das fünfte Tor von Leon Goretzka. Hier läuft alles nach Plan für die Schalker. Aber ja, die Dortmunder sind nicht zu unterschätzen. Die könnten immer wieder mal noch gefährlich reinkommen. Ja, mein Spieler ist auch noch verletzt draußen. Ah, du willst gleich den nächsten nachliefern, ne? Ja, hallo, wenn Goretzka ein Tor schießt, dann wird Goretzka bei mir. Also der Torschütze wird bei mir immer versucht, verletzt gefolgt zu werden. Das weißt du doch. Wenn er jetzt die 2 macht, dann. Ah, er hat Angst, siehst du. Er hat Angst. Er will kein zweites Tor machen. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Ich habe, glaube ich, einfach nur zu scheiße verwandelt. Also nicht genau genug gezielt. Schein ist schon wieder am Arsch, sehr gut. Das ist typisch Schein. Leider. Er ist so ein toller Spieler. Ich spiele super gerne mit dem. Aber leider ist er einfach ständig. Nimm ihn doch nicht an! Jetzt nimmt er den noch an! Ja, erzähl mal, kommt noch dazwischen. Warum nimmst du den hier noch an? Einfach mal direkt. Ist auch schwierig zu nehmen. Ach, direkt, komm. Aber es ist Reus. Also er kann eben. Das wahrscheinlich schon, ja. Hast du eigentlich Castro überhaupt nicht drin? Nee, auf die Bank. Wo soll ich ihn hin tun? Ah, okay. So, nach diesem Spiel übrigens wird voraussichtlich der gute Klaas-Jan Hüttler länger verletzt sein, so wie das aussieht, weil ich den natürlich nicht rausnehmen werde, niemals. Oh, verdammt. Und wir sind schon wieder, die Zeit vergeht schon wieder wie im Flug, wir sind schon wieder... Was waren die jetzt schon wieder? Ja, genau. Wir sind schon wieder kurz vor der Pause. Alter, wie ich das gemacht habe. Alter, ich bin leider auch falsch rumgelaufen, sonst wäre das absolut kein Problem gewesen, den zu klären. Oh. Was? Du machst noch einen Tunnelader und Tor, das kannst du mir glauben. Oh, kommt einer dazwischen. Okay, da ist der Hinterlager im Kreis gelaufen. Auch nicht schlecht. Du machst mit dem kein tolles Spiel. Alter. Das ist halt ein Derby hier, ne? Goretzka wollte erstmal den Mädel und dann höre das Auto auch noch gleich mit um. Läuft bei ihm, würde ich sagen. Das ist halt ein typisches Derby. Unverdiente Führung für Schalke. Doch, oh doch. Also, wir hatten beide einen Aluminiumtreffer und ansonsten war es relativ ausgeglichen. Ich würde sagen, ich habe einfach eine Chance besser genutzt. Ja. So, ich habe dreimal gewechselt. Götze, Schmelzer und Schein raus, Mohr, Castro und Schürrle rein. Muss ja auch noch ein Tor schießen, ne? Mohr. Ja, was ist auch ein Mohr. Du bist ein richtiger Mohr-Fan, weil einfach, ja. Das ist echt krass. Ich meine, ich verstehe das in der... Oh,
In der Karriere ist egal. Genau, ich verstehe das. In der Karriere würde ich es auch machen, damit ich den irgendwann für 300 Millionen verkaufen kann. Nee, ich würde den Skater am besten nie bekommen. Genauso wie... Er steigert sich auch echt so krass, der hat ein riesen Potenzial, gell? Ja. Der hat hier 64, bei mir hat er jetzt, glaube ich, 71 schon. Ja, ja, weil der muss halt nur spielen, genau. Ja, gut, so oft spielt er nicht, aber wenn er spielt, dann spielt er, kann ich mit ihm halt geil spielen. Und ich habe mir ja noch einen Spieler gescoutet gehabt, Rechtsverteidiger. Und der ist einfach nur so fett, ey. Amaral heißt der. Der ist so okay, geil. Sie werden den erfunden von FIFA oder sind die tatsächlich? Ich denke mal, der wurde erfunden. Oh, da hast du ja Mittel drin lassen, stimmt. Ja. Wie durch den Wo schlimmer kann es ja nicht werden. Richtig. Ja, die Sandro hast du nicht mitgenommen, oder was? Doch, aber den tue ich nicht rein. Nicht für Hinterlach. Mhm. Du könntest auch Schubo-Beting in Sturm setzen oder Embolo. Oh. Nee, Embolo kommt überall raus. Ich muss den dann so ein bisschen fertig machen, damit ich den auch Gründe draus nehmen kann. Also Naldo ist schon sehr offensiv hier. Oh. LOL! Oh mein Gott, Naldo. Bist du verrückt, ey. Glück gehabt. Spielt Aubameyang in den Lauf. Was ist denn los, ey? Ich übernehme es. Ey. Nein. Nein! Ich wäre dran gekommen. Ja, ist aber nicht, ne? So, da kriegt Dembele hier gelb für dieses Foul. Kolasinac muss raus. Ja, der hat sich anscheinend übel wehgetan. Dafür kommt Abdulrahman Baba rein. Ja, schade eigentlich, weil ich wäre mit Hinterlauf auf jeden Fall durch gewesen und hätte mindestens eine gute Chance, wenn nicht mehr gehabt. Aber gut, also ist das Spiel. Ich habe jetzt Baba reingetan, man kann auch mal gut Druck über die Außen machen. Ich wollte ihn eigentlich später reintun für. Oh, ich habe zu viel geregelt. Später reintun für Choupo-Moting. Weil links außen oder links Mittelfeld kann er auch Bolinos spielen. Aber hier hat er auch mit Mo einen guten Gegenspieler, wo es ganz gut ist, vielleicht, dass der auch da ist. Und jetzt schaltet er sich direkt in den Angriff mit ein. Mit seinem Tempo, mit seiner Schnelligkeit. Kann da jemand mitkommen? Ich glaube nicht. Sehr gut, genau so wie es sein sollte. Arsch trifft er. Aber Max Meyer trifft. Ja und, aber Hüttelang. Ja, das ist echt immer so versessen. Wollte ich ihn auswechseln, hast du gar keine Meinung, die ich ganz nehmen kann. Ja, sehr schön. Da hatten wir wieder meine alte Taktik geklappt, einfach den kompletten Seitenwechsel. Irgendwie kam der Ball dann noch durch. Ja, durch Glück wieder, ja. Ja, ein bisschen Glück, aber ja. Wie das erste Tor auch? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Das war ein perfekt getankter Pass. Mhm. Hast auch einen. Von mir angeschossen, genau. Nicht mehr. Hä? Ja. Das war ein durchgesteckter Pass? Nee. Ja, ganz miese Aktion hier, dass er hier so krass versucht, dem armen Klaas Jan, dem kleinen Klaas Jan aus der Kinderabteilung. Kinderabteilung, ja. Ja, sehr schön Einwurf. da hier das, unbedingt das Tor verwehren möchte, das ist echt ein bisschen schade. Was ist eigentlich mit dem Berlin los hier? Der hat eine gelbe Karte bekommen. Ja und? Und die Pässe auf Klaas und Hüntelaar werden nicht schlechter. Nee, du machst nicht. Das ist aber nur der einzige Fight hier gerade, oder? Ja, was soll ich denn sonst noch machen? Ich meine, also das ist ja auch von mir. Ich möchte unbedingt mit Hüntelaar noch ein Tor machen. Ich spiele so offensiv und ich komme einfach nicht durch. Ich weiß nicht warum. Ich habe null Durchschlagskraft. Wie viel Offensive soll ich noch hinstellen? Oh. Ich verliere alle zwei Kämpfe. Das reingeht. Hüntelaar schießt kein Tor. So close. Hast du schon gesehen, das nächste Spiel von Dortmund wird gegen Hamburg sein. Da kam er nochmal durch. Oh Mann, so ein cooler Ball. Und dann so knapp dran vorbei.
Unglaublich. Ja, aber auch die Schalke, denen gehen langsam die Kräfte aus. Hier wird gleich nochmal eine kleine Wechselaue hier stattfinden. Glaube ich nicht. Und Embolo kann hier nochmal auf Klaas' Hintern ablegen, der doch noch sein Tor macht. Und damit ist der Mann hingeschlagen. Aber ich freue mich schon. Ich meine nur, also, dass ich jetzt auch noch mit ihm ein Tor gemacht habe. Ja, ich dachte, das wird Abseits. Ich spiele total offensiv, was soll ich denn erwarten? Ja, klar, ich meine nur, ich dachte, das wäre Abseits als ein normaler Spieler, das war schon mal gleiche Höhe mit dem Embolo. Läuft doch. Von 18.000 Spieltagen habe ich ein Spiel gewonnen. Läuft, auf jeden Fall. Will ich jetzt so nicht sagen. Wie viele Spiele habe ich an diesem Spieltag gewonnen? Dieser eins. Hm, richtig, genau. Und wie viele haben wir gemacht? Richtig. Weiß ich nicht, wie viele denn? Ich glaube, das ist das siebte jetzt hier oder so. Nee, wir haben mit so vielen Mannschaften noch nicht gespielt. Doch. Das ist ja die Sache. So, jetzt aber nicht unkonzentriert werden. Mach doch. Oh, ich bin schon total verwirrt. Oh! Na, ja, also klar. Emre Mor auch noch. Du. Assi, ey. Weißt so. Du, ich weiß halt, wie es mit dem geht. Aber. Ja, gut, so weit vortragen, bis dann. Bis es dann drin ist. Ja, muss auch erstmal da stehen. Ja. Und schön hat Baba da den. Das Abseits aufgehoben. Na gut. War wahrscheinlich sein erstes Tor, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus. Ich glaube auch, ja. Der riecht dann an seiner eigenen Hand. Sieht schon voll alt aus. Sein erstes Tor in der Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch an den Neuzugang vor 24 Spieltagen. Ich muss mal kurz wechseln. Und er lässt sich feiern. Der Klaas-Jan Hünteler, der Hunter, geht runter. Johannes Geis ebenso. Dafür kommen Franco Di Santo und Dennis Aogo. Positionsgetreuer Wechsel. In der Defensive nochmal nicht alles aufmachen, dass hier nicht doch noch irgendwas verloren geht. Und vorne vielleicht nochmal den einen oder anderen Nadelstich setzen. Soweit der Plan. Tja, hast du sowieso schon gesagt. Das würde ich jetzt so nicht sagen, wer nicht spielt, hat schon verloren. Das ist ein. Ja, aber wie soll ich denn jetzt noch zwei Tore gegen mich schaffen? Richtig, habe ich mir auch gedacht. Gar nicht. Ah. Ich weiß ja nicht. Irgendwie klappt das bestimmt. Kann bestimmt klappen zumindest. Mhm. Ja. Wenn ich nicht spiele und du spielst gegen Belgien oder was? Dann geht es vielleicht. Oh. Ja, ich probiere einfach noch ein Tor zu machen und dann ist es auch dicht. Genau. Aber wer weiß, ob es funktioniert. Ja, hier gibt es auch keine Zeit mehr für Vorteilsausführungen. Ist einfach egal. Ich habe ganz herzlich willkommen im Zeitspiel. Ich habe ganz anders gespielt. Ich wollte gerade nach unten spielen. Ich wollte den perfekten Zeitenwechsel machen. Schalke 04 in Form von Armin führt es sehr schön aus. Man kann richtig Beispiele daran nehmen, wie man das machen sollte am besten. Oh nein, nicht Castor. Ich hätte nicht Castor schießen können. Ja, wenn da ein Spieler vor einem spielt, genau. Kann ich auch gleich ins Ausschießen. Ich weiß ja nicht, ob da ein Spieler. Ja, da stand einer vor dir. Also vor mir. Ja, war noch nichts. Ah, an die Latte. Er war noch an die Latte, glaube ich. Wenn ich es richtig gesehen habe. Wir sehen aber keine Wiederholung mehr, denn ich glaube, das Spiel ist aus. Mit der letzten Sekunde gab es hier auch noch eine Chance. Und das Derby ist entschieden. Thomas Tuchel hat verloren. In der Felddienstarena gibt es eine Klatsche. Was ist eine Klatsche? Es ist ein 3:1. Und Marco Reus versteht die Welt nicht mehr. Ja, ist ja auch unvollständig. Also unverständlich, denn Dortmund war einfach hier so überragend. Was? Scheiße. Achso. Okay. Ja, ich bin sehr spät aufgewacht. Auch erst nachdem der Hunter draußen war, ging es dann richtig los. Was? Ich habe es schon vor dem Hunter gemacht. Bevor der ausgerichtet wurde. Was genau nach meinem Tor gemacht. Ja, stimmt. Okay, stimmt. Und wir können uns hier gleich ein bisschen gleich nochmal angucken, wie hier das Tor zustande gekommen ist. Nämlich, dass das kein blödes Tor war, sondern dass es perfekt durchgesteckt war. Da war überhaupt nichts mit Typ angeschossen. Aber gut, jetzt haben wir das geklärt. Soweit, so gut. Gutes Spiel von Schalke. Wie geht's denn echt aus?
Ich denke mal, Dortmund gewinnt das 2-1. Ich denke auch, es wird knapp. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Dortmund das schafft. Wobei sie auch schon immer wieder gegen schlechtere Leute auch verloren haben. Ja, und aber dieses Aus in der Euroleague zum Beispiel, das schadet denen richtig. Aus in der Euroleague? Naja, gegen Gladbach. Schalke ist weitergekommen. Ah ne, Gladbach hat 2-0 geführt, gell? Ja. Okay, ja, scheiße, warte mal, dann. Dortmund hat auch nicht schlecht. Ich würde mal sagen, dann geht's eher, dann gibt's vielleicht ein 1-1 sogar. Das könnte natürlich sein, ja. Ja, das aber könnte ich, sein, ja. Aber ich gehe davon aus, dass es eher. Ja, ich glaube, Dortmund gewinnt es knapp. 2-1 oder so. Ja, gut. Wenn es euch gefallen hat, das Video, das Derby, gerne einen Daumen hoch lassen, den Kanal noch abonnieren. Und dann sehen wir uns auch bei der nächsten Partie schon. Und da werden wir in der Bayarena sein. Und Wolfsburg wird der Gast sein. Wo weißt du das denn so? Du bist ja krass. Hey. Bis dahin sage ich ciao und der Armin denke ich mal auch. Und ja, ciao. Bis zum nächsten Video.